Und hier ist am Donnerstag Ihre blaue Runde. Wir melden uns aus den halligen Hallen des Brandenburger Landtages. Hier ist der Podcast der AfD-Fraktion. Am Mikrofon ist Detlef Friehe und Gast bei mir heute in der blauen Runde ist der Abgeordnete Steffen Kubicki. Wer ihn kennt, weiß, der Mann kommt aus der Lausitz, der lebt für die Lausitz, der lebt in der Lausitz, der setzt sich im Landtag für die Lausitz ein. Erstmal ein herzliches Willkommen, Steffen, bei uns in der blauen Runde. Auch von mir ein herzliches Hallo. Wir reden über die Lausitz, wir reden über das, was da nach dem Braunkohletagebau passieren sollte. Es gab große Pläne der Renaturierung, wir haben Skizzen gesehen, wir haben Pläne gesehen von blühenden Landschaften, von großen Seen, die Touristen in die Lausitz locken sollten, die ein neues Standbein auch für die Wirtschaft in der Lausitz werden sollten. Und diese Pläne sind am Wackeln. Erklär uns das bitte. Ja, wie ja einige schon mitgekriegt haben, will die LEAG natürlich mit ihrem großen Projekt Gigawatt Factory zur grünen Meile in ganz Europa werden, also eine grüne Factory. Sie möchten erneuerbare Energien ungefähr bei 33.000 Hektar, die sie zur Verfügung haben, da aufstellen. Das ist ein Riesensatz. Und jetzt haben wir natürlich das Problem, Detlef hat es ja schon gesagt, wir haben Braunkohlepläne, die beschlossen wurden, zum Beispiel in Jenschwalde, das Drei-Seen-Konzept, was ab 25 denn umgesetzt werden soll. Da fragt man sich, was ist mit den ganzen Konzepten, den Wäldern, den landwirtschaftlichen Flächen, die den Bauern zurückgegeben werden sollten. Wie sieht's da aus? Weil wenn wirklich diese Projekte durchgesetzt werden sollen, und wir reden ja nicht nur von ein paar Windkraftanlagen und ein paar Solarzellen, sondern wir reden davon, bis 2030 7 Gigawatt Leistung da auf dem Acker zu bringen und bis 2040 so ja 14 Gigawatt. Das heißt also, diese 33.000 Hektar werden bis am Rand voll ausgenutzt, um das da hinzukriegen. Und damit sind wir überhaupt nicht einverstanden. Die Leute, die in der Lausitz leben, die jahrelang den Staub geschluckt haben von den Tagebauen, denen wurde versprochen, dass das wieder rekultiviert wird und dass da vielleicht Seen, Erholungsgebiete, Wälder entsteht. Und wenn diese Leute jetzt bestraft werden mit riesen Windkraftanlagen, Höhe 300 Meter fast, kann irgendwo nicht sein. Und da werden wir mit einschreiten. Wir haben jetzt viele Zahlen gehört. Wir haben geredet über Gigawatt und über Hektar, über 33.000 Hektar, die die LEAG jetzt in der Lausitz zur Verfügung hat, die komplett zugebaut werden sollen. Verstehe ich dich da richtig? Mit Photovoltaik und mit Windkraftanlagen. Hast du eine Vergleichsgröße, 33.000 Hektar? Was gibt's da, was man als Vergleich ranziehen könnte, um das eventuell ein bisschen bildlicher zu machen? Ja, einen Vergleich habe ich jetzt nicht, aber das ist eben, wie gesagt, eine Riesenfläche. Mal die Zahlen, wie man das jetzt machen will. Man will ja, wenn man aussteigt aus der Kohle, so ist ja der Plan, spätestens 2038 oder teilweise will man ja schon 2030, wo wir überhaupt nicht mit einverstanden sind, aber wenn man 2038 aussteigt, haben wir, und das haben wir mal errechnet, mit Lippendorf hat die LEAG eine Kraftwerksleistung, eine verfügbare, wenn man jetzt 80% nimmt, das nimmt man immer so, man nimmt ja nicht 100% an, von 8,6 Gigawatt. So, wenn man die jetzt, das sind 60.270 Gigawattstunden, und wenn man die jetzt, wie gesagt, die sind regelbar und grundlastfähig, und darum geht es ja. Wir haben grundlastfähigen Braunkohlestrom, und wenn man das alles wegnimmt und denkt, durch 14 Gigawatt installierte Leistung 2040, man tut immer so, als wenn man bis 30 alles im Boxberg Jenschwalde abschaltet und dann hat man 7 Gigawatt gleich und setzt es gleich mit der Braunkohleverstromung, dann ist das Quatsch, weil jeder weiß, dass nicht immer die Sonne scheint, nicht immer der Wind geht. Wenn wir jetzt hier nur noch erneuerbare Energien machen, wer soll denn für den Strom bzw. die sichere Energieversorgung und die Grundlastfähigkeit zuständig sein? Die Franzosen mit ihren Atomkraftwerken oder die Polen? Irgendjemand muss ja, wenn Gas jetzt nicht mehr Mode ist, weil es zu teuer ist, irgendjemand muss ja für uns da zuständig sein. Also das geht so nicht. Und deswegen fordern wir Versorgungssicherheit in dem Gebiet. Wir haben nichts dagegen, das will ich nochmal komplett sagen, wir sind technologieoffen in der AfD, dass man da einen Strommix macht. Und man kann auch natürlich Tagebauflächen nutzen in der Mitte, die dann wirklich konfliktarm sind. Aber
sagen, dass alles da oben konfliktfrei und konfliktarm ist, das halte ich für nicht richtig. Das wird so nicht sein. Das haben sich ja jetzt schon Bürgerbewegungen gebildet in einigen Gebieten gegen die Pläne. Und wie gesagt, wenn man die Größen erreichen will, wird es nicht so sein, dass man in der Mitte bloß ein paar Windräder hinsetzt von den Tagebaugebieten, sondern muss man nach außen weichen und da kommt man in die Nähe von Dörfern. Ja, die werden natürlich jetzt gelockt mit Geld und so und manch einer kann dem Geld nicht widerstehen. Für mich ist natürlich auch die Frage, das habe ich auch schon, werden wir auch in einer kleinen Anfrage nochmal machen, wem gehört denn die Flächen? Hört es wirklich der LEAG? Oder hört es dem Prager Milliardär Daniel Kredinsky, der ja der Haupteigner von EPA ist. EPH, wissen wir ja, ist ja der Eigner von der LEAG. LEAG ist ja nur im Prinzip eine Hülle. Und dann wäre er als Privatperson natürlich der zweitgrößte Mann, der hier so, über so eine Riesenfläche verfügt. Also das muss man auch mal klären, wem wir da das Geld in Rachen schieben und ob es denn nicht wirklich zu einer Monopolstellung der LEAG kommt in Sachen grüne Energien. Wie gesagt, wir sind da ganz offen, aber in dem Maße sagen wir klipp und klar nein. Und wenn ich denn mal so sagen kann, also wenn ich denn höre so einige Zitate, das Beste aus zwei Welten und wir wollen Verantwortung übernehmen, alles Sprüche von Vorständen der LEAG und der Herr Kramer, der ist ja nun, kommt ja nun von den erneuerbaren Energien, der da eingestellt wurde als Vorstandsvorsitzender. Der hat ja vorher sowas gemacht. Wenn der denn sagt, nachweislich, ich zitiere, die Landschaft wird davon kaum beeinflusst, dann weiß ich nicht, was mit dem in Ordnung ist. Und das sind sehr konfliktarme Flächen, hat er noch dazu gesagt. Also wenn die Landschaft davon kaum beeinflusst wird, also jeder weiß, wir haben viele Sachen, wir haben Konflikte, weitere Austrocknung der Landschaften. Ich will das alles ja nicht aufzählen, was wir durch Windräder und Photovoltaik da haben an Einflüssen. Aber dazu sprechen, dass das kaum die Landschaft davon beeinflusst wird, kann ich nicht nachvollziehen. Mit Maß kann man einiges umsetzen, aber das, was jetzt geschieht, da sind wir strikt dagegen. Ich würde Steffen Kubicki, unser Gast heute in der blauen Runde, noch mal ganz kurz zurückspulen wollen. Die Pläne, die es bisher gab für die Renaturierung der Lausitz, die müssen ja in irgendeine Form gegossen gewesen sein. Dass das Land den Landwirten zurückgegeben wird, dass da touristische Highlights geschaffen werden. Ist das in ein Gesetz gegossen? Ist das eventuell, sind das Vereinbarungen, die getroffen wurden? Und kann man die einfach so beiseite schieben und sagen, die LEAG hat sich jetzt dazu entschlossen, lass uns ganz offen reden, mit erneuerbaren Energien viel Geld zu verdienen und das auf Kosten der Menschen in der Region und das auf Kosten der Natur. Kann die das einfach? Ist sie dazu befähigt oder müsste da theoretisch noch jemand mitreden, vielleicht sogar ihr im Brandenburger Landtag? Also wir werden sicherlich dazu mitreden, aber ob wir da jetzt entscheidend was ändern können, sehe ich nicht so. Die machen es einfach. Das ist ja, wird ja in der Bundesregierung wurden ja schon neue Pläne beschlossen, die das unterstützen. Das macht man jetzt einfach so, weil das ist ja, das muss man ja auch sehen. Du hast das angesprochen. Damit macht man Geld. Man kriegt für fossile Energie keine Kredite, kein Geld mehr. Aber sobald man das Wort EEG in der Hand nimmt, da fließen die Mittel. Und was eben schade ist, bisher galt die Renaturierung der deutschen Braunkohlelandschaften weltweit als mustergültig, muss man einfach mal sagen. Wir hatten wirklich Seen, Wälder, landwirtschaftliche Nutzflächen, da sind internationale Besucher gekommen, haben sich die Gegend angeguckt, haben geguckt, wie machen wir das nach dem Tagebau, alles super. Aber wie gesagt, die Leute können das nicht verstehen, dass jetzt alles wahrscheinlich umgeschmissen wird. Wir haben dazu jetzt einige Anfragen gestellt, kleine Anfragen, die vielleicht dieses Jahr oder spätestens Anfang nächstes Jahr kommen. Und wir bleiben dann an dem Thema dran. Ich werde auch nochmal die Verhältnisse anfragen, Eigentumsverhältnisse genau. Ich bin ja auch im Braunkohleausschuss in Cottbus. Da werden wir natürlich auch nochmal gerade zu den Plänen, die eigentlich beschlossen wurden, nochmal nachfragen, weil wir sehen die gefährdet. Und da muss man eindeutig sagen, was hat die Bevölkerung der Lausitz von den Plänen der LEAG? Wenn mir einer sagen würde, okay, wir kriegen jetzt dafür, dass wir da unten sind, 30 Cent bloß noch bezahlbar für den Strom und wir kriegen dafür, dass wir uns das antun mit so viel erneuerbaren Energien vor Ort, einen besseren Strompreis hin. Passiert ja nicht. Man entlastet die Gemeinden, schenkt denen oder gibt denen irgendwelche Geld, wo sie die Aufgaben erledigen, die sie eigentlich sowieso erledigen müssen. Aber der eigentliche
Bürger vor Ort, der hat weiterhin hohe Strompreise. Das sehen wir zum Beispiel auch an der Müllverbrennungsanlage, an der EVA in Schwalde. Wenn die kommt, wir werden weiterhin, obwohl wir die vor der Tür haben, mit die höchsten Müllpreise in Brandenburg haben. Und das verstehen die Leute nicht. Wenn wir das angucken, ich war jetzt in Bayern zum energiepolitischen Sprechertreffen, die Bayern sagen eindeutig, wir werden unsere Landschaft nicht verschandeln mit Windrädern. Die sind sich da klar, aber wir wollen hier unbedingt Vorreiter werden. Und keiner weiß, wie wird das ganze Zeug in 30 Jahren denn irgendwann mal, wenn es kaputt ist, entsorgt. Da macht sich ja keiner einen Kopf. Und wie gesagt, die Leute, wenn sie sich das antun, müssen wenigstens da was von haben. Ich ziehe nicht auf ein Dorf, wo die Gemeinde, sag ich mal, 100.000 oder 10.000 Euro kriegt von den Windradbetreibern und ich einen Kindergarten aufmache, das ist alles schön und gut. Ich ziehe auf ein Dorf, weil ich die ländliche Idylle schön finde und die Landschaft schön finde und nicht, dass das alles verspart wird. Also da wird es richtig Konflikte geben. Wie gesagt, in den Flächen, in der Mitte kann man sicherlich was machen, die sowieso nicht betreten werden können, großartig oder leer sind. Aber die Ziele, die jetzt vorgegeben worden sind, bis 30 mit 7 Gigawatt und 40 mit 14 Gigawatt, da muss man ja bis an den Rändern ausbauen und das halten wir für nicht richtig. Stichwort Verspargelung, lässt sich schon absehen, über wie viele Windräder wir reden? Gibt es da grobe Schätzungen zumindest? Nee, da haben wir, so weit sind wir noch nicht. Wir wollen erstmal nachfragen, wie denn das aufgeteilt wird, ob man jetzt 50-50 nimmt, also Photovoltaikanlagen. In Dissen wird jetzt eine Anlage mit 1 Gigawatt hingestellt. Das ist eine riesen Fläche. Wenn wir wissen, wie die 7 Gigawatt bis 30 aufgeteilt sind, 50-50 oder 30-70, dann werden wir das ausrechnen, wie viele Windräder sind, aber es ist eine Riesenanzahl. Ich habe die Hoffnung, und das haben auch viele Experten die Hoffnung, dass die Wünsche nicht so schnell umgesetzt werden, weil durch die Verteuerung vom Material und vor allen Dingen durch die Knappheit des Materials, ich meine, wir reden davon, von Windrädern, die in Deutschland nicht mehr hergestellt wurden. Fest, dass es zu, sind ja alle Buden zu. Also wann wird denn nachhaltig und grün, die irgendwo über den Teich herfahren, die Anlagen? Und da sehe ich ein großes Problem, dass man das so schnell ja nicht hinkriegt, was natürlich auch nicht schlecht wäre. Aber wie gesagt, werden wir sehen. Wir bleiben an dem Thema dran. Wie gesagt, wir haben große, kleine Anfragen gestartet zu dem Thema und werden das alles zusammenfassen, dass wir dann nächstes Jahr in irgendeiner Aktuellen Stunde dann nochmal richtig zu dem Thema sprechen. Weil das kann so nicht sein, dass alles dann über ein Bord geschmissen wird, bloß weil da irgendjemand sagt, er will die grüne Dings der Welt werden und wir sind denn deutschlandweit das größte erneuerbare Energiegebiet und so was. Also die Leute in der Lausitz, die geknechtet wurden und die ausgebeutet wurden und auch nicht einfach hatten mit Dörfer umziehen und weiß ich was, die auch immer zu der Braunkohle teilweise gestanden haben, die jetzt damit zu bestrafen, dass sich da jetzt die nächsten 30 Jahre Windräder angucken müssen, das finden wir nicht richtig und darüber muss man ganz offen im Dialog sprechen. Aber das macht ja bis jetzt keiner. Die laden uns ja nirgendwo ein. Also da werden wir mal sehen. In aller Kürze, wie würde sich die AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag die Zukunft der Lausitz, die Zukunft der ehemaligen Braunkohletagebaugebiete wünschen? Ja, wie gesagt, wir sind für Technologieoffenheit. Also ich habe da nicht dagegen, wenn die LEAG da irgendeine Photovoltaikanlage mitten in dem Tagebau hinsetzt oder ein paar Windräder, die Dörfer nicht schädigen. Können sie ja machen, das ist ja ihr Eigentum. Und die können, aber in dem Ausmaß, wie gesagt, sind wir nicht dafür. Wir möchten, dass viele von den Projekten, die angeschoben wurden, wo die Pläne gibt, die Renaturierungspläne gibt, da möchten wir, dass das umgesetzt wird. Na klar, weiß ich auch, das Drei-Seen-Konzept in den Schwalde, wenn wir jetzt weiter Wasserprobleme haben, wir kriegen ja nicht mal die Ostsee voll Wasser, dass das vielleicht auf der Kippe ist. Da muss man neu nachdenken. Also wir sind ja nicht so, dass wir da strikt uns an allen Sachen halten, aber dann kann man zum Beispiel einen schönen Wald oder einen Park machen oder irgendwas, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Aber die Leute, und wenn man sieht, das habe ich schon mal gesagt, in Griesen, wo neben dem Dorf der Tagebau ist, die wirklich die letzten 20 Jahre nur den Staub vom Tagebau rübergekriegt haben, die sollten jetzt vielleicht Pech haben und auf Windmühlen gucken. Das ist nicht richtig und darüber muss man reden. Wir möchten einen ordentlichen Mix haben von allen und auch viel Grün. Das haben die Leute sich verdient und werden wir sehen.
Sie haben es gehört, die AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag ist mitnichten technologiefeindlich. Sie wünscht sich allerdings ein überlegtes Konzept für die Lausitz, das natürlich auch erneuerbare Energien beinhalten kann, aber weiterhin an der Renaturierung des Braunkohletagebaus festhält. Denn die Menschen, die in der Region leben, die haben sich das wirklich verdient. Und dafür wird die AfD-Fraktion sich auch künftig hier im Brandenburger Landtag einsetzen. Das war unsere blaue Runde für diesen Donnerstag. Das war unser Gespräch mit dem Abgeordneten Steffen Kubicki aus der Lausitz, ein Kenner der Region, ehemaliger Mitarbeiter sogar im Kraftwerk in Jenschwalde. Der Mann kennt sich wirklich aus und steht uns immer Rede und Antwort für alle Dinge, die mit der Lausitz zu tun haben. Ja, schönen Dank, Detlef, für die Einladung in der blauen Runde. Ich bin Detlef Friehe und danke sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hören uns wieder am Samstag zur nächsten Ausgabe der blauen Runde. Bis dahin. Tschüss.